Willkommen Leute wieder zu einer weiteren Runde Hakuna Matata. Tja, wie ihr sehen könnt, haben wir beim letzten Mal wirklich kapiert, dass wir wirklich so von jedem ein Tier wahrscheinlich machen müssen. Vielleicht habe ich noch ein paar Tiere. Ja, zum Beispiel dieses hier. Ne, das habe ich ja schon. Habe ich. Zählt das noch? Oh, das zählt. Zwar die Bewertung nicht so gut. Ja, bei dem Tier mache ich denke ich noch ein paar. Tja, in diesem Part ist es wohl jetzt angebracht, dass wir von jedem Tier eins machen. Okay, machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt auch zu durch. Jetzt verstehe ich auch so relativ, warum er uns immer woanders hinschickt. Möchte wirklich. Ja. Jetzt fühle ich mich schon nicht, dass ich ihn mehr. Dass ich ihn mehr wollte. Ja. Wir machen es schon. Ich will noch von den Nilpferden Fotos machen. Okay, wir fahren jetzt gerade dort, wo wir auch schon waren. Ist auch nicht so schlimm, wenn ich wieder diese Tiere versuchen zu kontrollieren. So, bei dem hier. Tieren will ich jetzt näher ran. Da muss ich ja noch ein paar Fotos von dem machen. So, genau auf dem Hintern. Da. So, von dem haben wir jetzt auch ein paar. Gut. Wir fahren jetzt mal zurück. Schicken die ab. Und vielleicht bekommen wir sogar Geld dafür. Weil jedes Mal, wenn wir Geld dafür haben, bekommen, weiß ich, dass wir es richtig ich will noch kurz stoppen. Nein, ich will noch mal. Stopp! Stopp! Ich bin von der Nilpferd noch ein paar Fotos da. Okay. So, jetzt sollten wir weg.
Wir sollten. Wir wollen sie ja nicht stören. Das sind echt prachtvolle Tiere. Gut. Wir können da zurück. Aber zum Glück ist das nicht so ein Jäger Hunter oder so Spiel, wo man wirklich sowas mache ich gar nicht. Okay. Vielleicht wird er später nicht mehr sehen, dass ich sowas mache, aber wenn das. Das ist jetzt mal was anderes. Also das ist mal der Abschluss. Da machst du ja fotografieren, tust den auch nicht. Die tun eher mir was, weil ich für sie den Gefahr habe. Oder ich einfach fremd bin. In dieser Welt. Ich mag auch nicht diese. Diese Hörner von den Elefanten abschneiden. Nur an. Das ist ja das Elfenbein. Oder warte. Elfenbein war ja. War das doch, oder? Oder war das von den Nashörnern? Auf jeden Fall, die machen ja bei beiden Tieren sowas. Das finde ich abartig. Und ich bin auch dagegen, dass sie sowas machen. Nur um Geld damit zu verdienen. Ist zwar eine wertvolle Sache, aber das ist auch für die Tiere ja was Wertvolles. Und wir wollen ja den Tieren das ja nicht wegnehmen. Die Tiere nehmen ja uns nichts weg. Also. Verstehe ich nicht, warum die sowas machen. Die hätten dann noch einen Grund, uns unseren Schmuck und so alles wegzunehmen. Oder was sonst bei uns alles liegt. Ja. Und. Ja, dann bekommt noch. Von dem haben wir wahrscheinlich schon. Field Guide. Field Guide. Jo. Und gleichzeitig haben wir auch hier dann Sachen gespeichert. Oh. Mit dem Vogel haben wir aber gar nicht. Den haben wir eigentlich noch nicht. Die Giraffe haben wir. Affen haben wir doch nicht. Ich gehe mal jetzt pennen und gucke, was wir beim nächsten Tag machen können. Hallo? Ja, ich bin wieder da. Ich muss kurz mal nachputzen. Wir gehen mal noch ein paar Mal rum und gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Tiere übersehen haben. Ja. Wir gehen jetzt da. Ich denke, dort, bei der Oase, haben wir schon alle. Warte. Geht das? Ja. Da. Komm her.
Halte ich dich jetzt fest. Süßes Tier. So. Gut. Können weiter. Von dem Tier haben wir ja schon was. Okay, zum Glück haben wir jetzt den Affen. Aber die haben wir auch schon. Den gibt's aber auch nicht. Tut mir leid, aber bist du gerade voll niesen? Boah, das geht aber hier zu weit. Wieder zurück. Ach Mann, ey. Was ist los? Ich habe gerade einen Niesanfall. Ich muss jetzt öfters niesen muss. Deswegen muss ich aber meine. Wenn das nicht hören muss, nicht. Denn ich liebe sehr, sehr, sehr. Ich will ja euch nicht verstehen. Oh, nee, ich muss gleich meine Nase packen. Erstes machen wir den Parkzettel. Gucken wir mal, ob wir es geschafft haben oder nicht. Denn ich habe keine Tiere, die ich vergessen habe. Also okay, ja, wir verschicken jetzt die Fotos. Gucken mal, ob der jetzt unsere Arbeit jetzt mit unserer Arbeit zufrieden ist, weil wir können ja nicht von jedem Tier jetzt was machen, da wir noch nicht überall hin können. Deswegen. Und gucken wir mal. Oh! Gut. Wir haben neue Post. Das ist gut. Jetzt, das ist doch mal eine Abwechslung, dass wir jetzt was Neues haben. Ich dachte, es geht gar nicht mehr weiter. Oh, nice.
mir denn noch was? Ach so, das ist einfach eine Nebenmission. Also es ist zwar sehr wichtig, weil wir müssen ja alles irgendwie ausfüllen. Hab ich soweit ich verstanden habe. Also wirklich. Ein Buch, wo wir sämtliche Infos identifizieren. Wir müssen die ausfüllen. Nun gut, das war's mit diesem Part von Hakuna Matata und ihr seht beim nächsten Mal neue Sachen. Endlich was Neues. Zum Glück. Ich hab gedacht, es geht gar nicht mehr weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mr. Jolix und bis dann. Ciao.